Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. Ja, im Weihnachtsmodus. Wir sind ja in der Adventszeit und da hatte ich jetzt vor, dass wir mal wieder die im Advent ein bisschen die Weihnachtszeit oder Weihnachtspark hier mal wieder aufleben lassen. Habe ich ja einige Jahre gemacht. In den letzten 2 Jahre war es ein bisschen eingeschlafen. Und deswegen wird es eigentlich Zeit, dass wir das Ganze wieder aufleben lassen. Und jetzt hier mal den Eingang auch ein bisschen mit Glitzerbäumen versehen. In der letzten Folge haben wir mal einen kleinen Rundgang durch den Park gemacht. Und hier machen wir mal so einen richtigen Märchenwald. So. Der schwebt ein bisschen zu sehr. Hier hinten mal noch den Rand zumachen. So. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, abseits vom eigentlichen Dings, da haben wir noch nicht ganz viel, ne? Aber da arbeiten wir dran. Was hier hinten so noch passiert. Aber hier so die Wege und so, die sind alle schon sehr schön. Hier haben wir festgestellt, hier fehlt noch ein bisschen Pep. Also hier vorne ist okay, aber hier hinten, mit Licht arbeiten wir hier sogar schon, ne? Aber irgendwie fehlt da noch. Wo sind denn eigentlich die... Sowas könnten wir hier zum Beispiel schön an die Schienen machen, ne? Als Rand. Das ist noch eine Idee. Es ist Arbeit, aber wir wollen hier ja Weihnachtsstimmung verbreiten. Da müssen wir uns die Arbeit dann machen, ne? So. Das wirkt, glaube ich, gleich viel, viel besser. Wenn wir da diese Girlanden am Rand haben. Hauala. So war das nicht gedacht. So. Nee, so nicht. So, bitte. So, hier können wir es natürlich nicht machen. Da steigen die Leute ein und aus. Aber
Aber hier geht es natürlich. So. Können wir auch für bestehende Fahrgeschäfte noch wieder Verbesserungen machen? Ich glaube, das wird ganz schick. Müssen wir nachher mal gucken, wie das ausschaut. Was da alles noch so geht. Vor allem haben wir inzwischen noch viel mehr Effekte, glaube ich, ne? Da müssen wir dann auch nochmal gucken, was da so geht. Schneefall und so Sachen gibt's ja alles. Hoppala. So war das nicht gedacht. Ja, müssen gleich nochmal eine zweite Runde drehen, ne? Wir haben noch eine andere Seite. Bringen wir heute mal ein bisschen Deko an der Bahn an. Die war wie gesagt, in der letzten Folge, wo wir die gefahren sind, war ein bisschen lame, was den Deko-Faktor anging. Das ging besser. Und das machen wir jetzt auch besser. Hoppala. So. Da steigt die Bahn wieder ein bisschen an. Kriegen wir aber alles hin. So. Nee, falsche Taste. Duplikat brauchen wir. Duplikate. Das war die falsche Taste. Wir müssen ja noch mal wieder ein bisschen an der Schräge arbeiten. Und noch einmal. Wobei, wenn ich hier das... Ja, das ist eine Idee. Machen wir das anpassen.
schön. Hä? Doch, das gefällt mir. Das wertet die Bahn nochmal deutlich auf, würde ich sagen. Auch wenn wir jetzt hier halt ein bisschen... Upsala. Oh, rausgeglitscht. Auch wenn wir jetzt... Na. Hier ein bisschen Fummelarbeit machen müssen. Gut, es geht halt. So. Och nö. Ach, okay. Ups, den müssen wir nochmal verschieben. Der hat nicht so gesessen, wie er hätte sitzen sollen. So, jetzt geht das Ganze wieder runter. So, jetzt sind wir wieder im Tunnel. Kommt es mir noch relativ dunkel vor. Da müssen wir, glaube ich, nochmal auch ran an die Beleuchtung. Wobei, wenn wir dann hier den Rand so haben, dann geht das vielleicht sogar eher mit dem bisschen dunkel. Aber das hier mit den einfach Geschenken und so hingestellt ist schon ein bisschen lame, ne? Gucken wir mal, ob wir das nicht noch besser hinkriegen. Erster Schritt ist, wie gesagt, hier. Das müssen wir gleich auf der anderen Seite auch noch machen. Also ich fürchte, die Folge werden wir nicht viel anderes machen. Ja, die zwei Chorsänger da. Gleich sind wir das erste Mal rum. Das ist auch schon mal viel wert. Da ist schon der Anfang. Sehr schön. So, eine Seite hätten wir. Jetzt müssen wir auf die zweite.
Aber auch die Runde kriegen wir hin. Wir werden heute wahrscheinlich halt nicht ganz viel anderes machen als... eben das hier. Aber wir können dann zum Abschluss, denke ich mal, noch eine Runde fahren. Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge fertig kriegen. Wenn nicht, dann halt in der nächsten. Aber insgesamt gefällt mir das schon sehr gut. So, auf dieser Seite können wir es jetzt durchziehen. Weil auf der Seite steigt ja keiner aus oder ein. Deswegen können wir das hier einfach durchziehen. So, jetzt muss ich es wieder anpassen an die Gegebenheiten oder anpassen lassen natürlich. Aber ich denke, das sieht schon nochmal deutlich besser aus, wenn wir das rundherum haben. Müssen wir mal schauen, was wir dann noch an Deko machen können. Und dann auch nochmal gucken, was wir an neuen Fahrgeschäften in der Zeit jetzt unterbringen können, dass der Park noch was wächst. Bis jetzt haben wir ja nur Bestehendes verschönert. Eingangsbereich wollte ich auch noch ein bisschen weitermachen. Da haben wir zwar jetzt die Bäume hingestellt, aber so ein bisschen sonstige Deko täte es da auch noch gut. Könnte man zum Beispiel die Schneemann-Gruppe nochmal kopieren und dorthin setzen. Das wird schön, würde ich sagen. Sieht das Feuerwerk sich spiegeln im Wasser? Das ist auch schön. Ist also schon sehr schön gemacht, alles. Ja, die erste Adventswoche hat angefangen, ne? Bald ist Weihnachten. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Gefühlt war gerade erst noch Sommer. Schon ist wieder Weihnachten.
ist echt der Wahnsinn. Ja, in der heutigen Folge werden wir das nicht mehr schaffen, sehe ich schon. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal mit dabei, wenn wir hier unsere... Doch, das sieht deutlich besser aus. Unsere Glitzerstrecke hier fertig machen. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.